Markus Blume, 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Seit 2008 vertritt er die Interessen des Stimmkreises München-Ramersdorf im Bayerischen Landtag. Motiviert wurde ich für die Politik, nicht für die Berufspolitik, eigentlich in der Schule während des Abiturs, als es den ein oder anderen Reibungspunkt mit der damaligen Sozialkundelehrerin gab. Und dies setzte sich dann in positive Motivation, um einer Jugendorganisation, einer Partei beizutreten, bei mir dann in der Jungen Union. Und ja, da ging es dann so dahin, man schnupperte rein, man wurde gewählt, war dann stark im RCDS aktiv und irgendwann stellte sich dann mal die Frage, ob man sich vielleicht auch mehr vorstellen kann und Ich habe mal bei einer örtlichen Veranstaltung gesagt, in Neuperlach geboren, dann nach Altperlach mit den Eltern gezogen und lebe heute in Waldperlach. Also man merkt, der Kreis war nicht so groß zwischendrin, aber mal eine Weile auch im Ausland in der Schweiz gelebt und etwas internationale auch Wirtschaftsluft geschnuppert, aber dann doch geprüft und festgestellt, dass ich im München Osten im besten Sinne des Wortes daheim bin. Was mir sehr wichtig ist das Thema der Digitalisierung, von dem ich glaube, dass es alle Lebensbereiche verändern wird, schon dabei ist zu verändern und es jetzt für uns darum geht, das in verantwortbarer Weise geschehen zu lassen oder noch besser gestalten zu können.